Hallo, Connor. Dachtest nicht, dass ich mir das entgehen lasse, hä? Sogar Washington persönlich ist unter den Zuschauern. Ich hoffe, es stößt ihm nicht zu. Was ist mit der Verhandlung? Keine Verhandlung für Verräter, tut mir leid. Lee und Haytham sorgen dafür. Du wanderst direkt an den Galgen. Heute sterbe ich nicht. Was man von dir nicht sagen kann. Das ist genug. Geh weiter. Connor gefällt mir. Der Junge hat echt Stil, Freunde. Zum Galgen gehen, oh. Connor, Optimismus in allen Ehren. Ich weiß, es ist immer ein gutes Zeichen. George Washington, hallo Georgie. Aber die Frage ist halt, wie zum Henker soll ich hier rauskommen? Bleib mal stehen, da bringt nichts. Hat er gerade ein Messer gehört? Interagieren, ich kann nichts machen. Oh nein. Um Himmels Willen. Das darf nicht sein. Wer wird uns retten? Auf wen können wir uns... Oh. Jep, ich sehe schon. Okay, Freunde. Ich fürchte, oder ich hoffe sogar, also irgendwie hoffe ich es ja, zugunsten von Connor. Aber irgendwie befürchte ich auch, dass wir gleich eine riesen Massenschlacht geben. Charles ist da oben. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um ihn zu erledigen. Ein für alle Mal. Du bist nicht allein. Gib ein Zeichen, wenn du uns brauchst. Vergesst mich. Ihr müsst Hickey stoppen. Er ist... Hoch mit dir. Wollen doch pünktlich sein, oder nicht? Musstest ja den Held spielen, nicht wahr? Du und Georgie Boy. Jetzt siehst du, was du davon hast. Ein Holzsack und sonst nichts. Ein Galgen noch? Also sprich, ein Stück Schnur. Ist doch auch was. Und eine Frau, die gerade auf uns allen gedroschen hat. Brüder, Schwestern, treue Patrioten. Vor kurzem erfuhren wir von einem Komplott so böse, so niederträchtig, dass es mich anekelt, davon zu berichten. Dieser Mann hier plant einen Anschlag auf unseren geliebten General. In der Tat, seine finsteren oder verrückten Motive sind unklar. Und er verteidigt sich nicht einmal, zeigt keine Reue. Doch obwohl wir ihn baten und anflehen, sein Wissen mit uns zu teilen, schweigt er weiterhin wie ein Grab. Wenn der Mann sich uns nicht erklärt, wenn er nicht gesteht und Reue zeigt, welche Wahl haben wir dann außer dieser? Er hatte vor, uns an unsere Feinde auszuliefern. Und da sind wir von Rechts wegen verpflichtet, ihn aufzuknüpfen. Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Wie der lügen kann, ohne rot zu werden. Muss Hickey stoppen. Los! Okay, wenn es das gar nicht ging, keine Ahnung, ich habe nichts gesehen, ich hatte nur L gedrückt, aber egal. Hickey eliminieren! Washingtons Leibwache muss überleben, feindliche Milizen töten 0 von 2. Aus dem Weg, Mann. Musik ist weg. Stehen bleiben, sonst spieße ich dich auf. Erledigt. Oh. Verdammt. Ich dachte, ich würde noch einen weiteren Tag leben. Schande. Ich will antworten. Warum wollte Johnson das Land meines Volkes kaufen? Was sollte Pitcairns Angriff auf Adams und Hancock? Welchem Zweck hätte der Tod Washingtons gedient? Warum unterstützt euer Orden die Briten? Was weiß denn ich? Die Templer? Lee? Der große Mann Haytham? Die haben das Geld. Die haben die Macht. Deshalb stand ich auf ihrer Seite. Das ist der einzige Grund. Sicher, die haben eine Art von Vision für die Zukunft. Das war mir aber völlig egal. Die können ihre Lieder über Menschen und ihre Sorgen singen. Die können ihre Pläne schmieden
und Fallen aufstellen. Das geht mich nichts an. Sie zahlten, also sagte ich ja. Hab nicht extra gefragt, wen oder wie oder warum. War mir gleich. Du hast dich auf die Seite von Männern gestellt, die uns unserer Menschlichkeit berauben. Nur weil es profitabler war? Warum auch sonst? Ich bin doch kein Narr und gebe alles auf und nur aus Prinzip. Was im Prinzip denn überhaupt? Kannst du sie auf die Bank bringen? Sieh mich doch nicht so an. Wir sind verschieden, du und ich. Du bist ein blinder Narr, der immer das Licht einfangen will. Und ich bin eher ein Kerl, der nichts mehr mag als ein Bier in der einen Hand und eine Titte in der anderen. Weißt du, Bursche, ich kann haben, was ich mag. Hatte es auch. Du? Deine Hände bleiben immer leer. Mag sein, aber meine Seele bleibt dafür rein. Rührt euch, Männer! Rührt euch! Scheiße! Ich sagte, runter mit den verdammten Waffen! Der Mann ist ein Held! Der General kann manchmal so verdammt stur sein. Schwachsinn, sagte er, als wir ihn warnten, dass so etwas passieren würde. Schwachsinn! Hör auf! Er wollte den Commander ermorden. Hätte beinahe auch dich getötet. Er war ein Taugenichts. Und doch ein Mensch. Ich sehe schon, du bist konsequent. Wo ist Washington? Ich muss sofort mit ihm reden. Er ist gegangen, nachdem deine Hinrichtung missglückt war. Vermutlich ist er bereits nach Philadelphia aufgebrochen. Das werde ich auch. Stimmt was nicht? Er ist noch in Gefahr. Hickey handelte nicht allein. Ja, also dann, ab nach Philadelphia. Aber vorher braucht noch mal einen Klamottenmensch. Geht ja wohl nicht, so ein Assassino ohne Assassinenanzug, nur mit der Hacke bewaffnet, also, ja. Nee, das geht so nicht, das geht nicht. Ich brauche anständige Bewaffnung. Na, Conor, was sagst du? Oh. Ja, ein paar Schuhe wären auch nett. Sonst wird's ein, ja. Auch ein gutes Pflaster. Es ist beeindruckend, was du alles erreicht hast. Jemand! Ist das ein Kompliment? Versteh mich nicht falsch. Ich bin sicher, dass alles tragisch enden wird, aber so weit gekommen zu sein, beeindruckend. Das ist mehr, als ich erwartet hätte. Das Volk sehnte sich nach Freiheit, doch fürchtete, danach zu greifen. Diese Furcht ist nun besiegt. Nur dank dir? Nein. Das schafften sie ganz allein. Du schmälerst deinen Anteil. Aber du warst schon immer so bescheiden. Ich tue das Richtige. Nicht mehr, nicht weniger. Sag es ihm nicht. Ich muss es. Andernfalls wird er nie sicher sein. Die Unwissenheit schützt ihn. Wenn du Zweifel in ihm wächst, drohst du sein Vorhaben ins Wanken zu bringen. Wenn Washington zaudert, schlägt Charles Lee zu. Dann verursachst du das, was du zu verhindern suchst. Jage die Templer, wie es deine Pflicht ist. Aber zieh diese Männer nicht hinein. Naja, also ich finde, Achilles hat... Wie sieht denn der plötzlich aus? Irgendwie fast die Joker so von der Seite her. Ah, jetzt geht sie doch. Ja, ich finde, Achilles hat zum Teil natürlich recht mit der Unwissenheit und so, vor allem auch mit dem Hineinziehen, weil sonst, wenn natürlich Washington über alles Bescheid weiß, dann sagen natürlich die Templer, ja, der ist darüber informiert, der weiß alles, wir müssen ihn sofort killen, wir schicken so eine ganze Armada und so, und ob das natürlich so sinnvoll ist, andererseits hat auch Connor recht, die Wahrheit ist natürlich immer gut. Und sollte dann natürlich so ausgesprochen werden, aber, ja, immer so eine schwierige Frage, wa? Andere mit hineinziehen oder lieber das Ganze ruhen lassen? Naja. Wir gehen mal rein und schauen, wie es dem guten Georgie mittlerweile geht. Wir müssen alle zusammenhalten. Ja, wir müssen wirklich zusammenhalten. Sonst werden wir bald in Einzelhaft gehalten. Du warst mal wieder unser Retter. Ich muss den Commander sprechen.
Er versucht, New York zu verteidigen. Die Briten wollen es einnehmen. Ich fürchte, wir müssen unsere Männer aus Quebec abziehen. Es ist eine Sache, sich für unabhängig zu erklären. Nun, mein Freund, müssen wir es auch sein. Große Worte von einem relativ kleinen Mann, wie es aussieht. Naja. Und jetzt? Zurück zur Gegenwart? Nee, wir bleiben in der Vergangenheit. Bei Connor Kenway. Und die Templer sind zum Greifen nahe. Charles Lee, das nächste Mal entkommst du mir nicht mehr, Alter. Alles in Ordnung? Sean hat eine zweite Energiequelle gefunden. Ich bat Rebecca, uns einen Flug zu buchen. Und wohin? Brasilien. Wieder einmal im Bus unterwegs, es aussieht, nach Brasilien. Ja, das ist natürlich eine kurze Strecke. Ja, das ist sonnenklar, mit dem Bus zu fahren oder mit dem Wagen, ja auch immer. Und der andere ist gerade auf seinem iPad ein bisschen rum, Websurfen. Na gut. Oh, wir werden gesucht, wie es aussieht. Bist du da, Rebecca? Schlechter Empfang. Hörst du mich? Ja, schön, dass das so gut funktioniert. Schätze, ich rufe zurück, wenn ich oben bin. Also dann, wieder mal als Desmond Miles unterwegs, der gesucht wird. Natürlich bleibt es noch die Frage verwehrt, wieso, beziehungsweise die Frage nicht, aber die Antwort. Wieso wird er gesucht? Er liegt dann am Boden. Geht's dir gut, Kumpel? Ist es schon ein bisschen rassistisch, oder? Dass ein Schwarzer am Boden liegt. Ja. Weiß ich auch nicht. Estadio! Also Station? Metro, nee, das heißt Station, das heißt. Nee. Hä? Stadion vielleicht? Vielleicht ist der WM, vielleicht spielt er Brasilien gegen. Was weiß ich, gegen Italien, Spanien, keine Ahnung. Und Argentinien am ehesten. Oh, nice Schnecke. Noch keine Zeit dafür. Entschuldigung. Desmond, was soll das werden? Entschuldigung, bist du mir böse? Nö, sieht jetzt aus. So, wir müssen nach oben. Alter, sorry Freunde, aber ich kann. Also mein Brasilianisch ist ein bisschen eingerostet, obwohl ja mein Portugiesisch war. Luis Otavio Duri, Guilherme Venacio. Also, könntest du vielleicht mal jemand übersetzen? Da wäre ich sehr froh darüber, weil wie gesagt, ja, ein bisschen eingerostet, na egal. Brasilien, was ist denn jetzt schon wieder los? Hörst du mich jetzt? Laut und deutlich. Gibt's einen Plan? Unseren Daten zufolge trägt das hübsche Frauchen eines Geschäftsmanns die Energiequelle um den Hals. Wir arbeiten daran, sie aufzuspüren, aber sie ist vermutlich in einer VIP-Loge im oberen Teil des Stadions. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Fehlt nur noch ein Ticket. Zum Kaufen haben wir keine Zeit. Klau einfach eins. Das ist aber nicht nett. Du kannst auch versuchen, dich an der Security vorbeizuschleichen. Ja, was vermutlich einfacher ist, oder? Als zu klauen? Hm, wie sieht's aus, Desmond? Was machst du? Klauen geht offensichtlich nicht. Oh. Das ist keine normale Security. Weil es keine ist. Das sind Abstergo-Agenten. Cross ist vermutlich auch hier. Du musst aufpassen. Cross? Wer soll ein Cross sein? Ich hätte, glaube ich, die Teile 1 und 2 spielen sollen in der Serie. Warten, wenn ich jetzt wissen, was hier eigentlich abgeht. Oh. Ja, ihr habt eine hübsche Sprache, verstehe bloß nichts. Ja, versuchen wir was. Los, verstehe!
versteck dich! Was ist jetzt passiert? Der Trügel! Was ist jetzt los? Uhr auf 001? Spiel abgestürzt? Nee. Und ich bin wieder hier. Schön, dann lieber doch Cloud, wa? So. Bei dir doch, oder? Komm schon mit A. Geht nicht? Billet? Okay, das verstehe ich in jeder Sprache, so wie es aussieht. Wie auch immer, mach es schnell, bitte. Ja, er versucht es zu klauen, aber es geht offensichtlich nicht. Welcher Kerl spinnt? Ja, Billet? Geht nicht, ich hab ja keinen A-Knopf irgendwie zum Stehlen und so. Ja, sogar in Brasilien wird er gesucht. Nein! Oh. Das ist keine normale Security. Bald keine Grüße. Das sind alles Servo-Agenten. Cross ist vermutlich auch hier. Du musst aufpassen. Na, ich hoffe, das reicht. So, dann warte ich mal. Hier natürlich da vorne zwei im Rumknutschen. Mhm. Die verteilen wohl heiße Zungenküsse. Können diese bitte. Ey, ihr zwei da, ja, können die beiden mal bitte ein bisschen aufhalten, also ein bisschen bremsen, weil sonst, naja, ihr wisst schon, Öffentlichkeit und so, Privatsphäre. Nein, sie wollen offensichtlich nicht. Toll. Gehen die beiden auch wieder mal darüber? Gleichzeitig, kommt schon. Da kann ich mich hier vorbeischleichen? Nee, wollte nicht, schade. Oje, oje, Freunde, oje, oje. Na, geht ihr mal? Hallo, ich kann das zwar auch ausschalten, aber ich fürchte, unser lieber Desmond Miles ist nicht so episch darauf, andere auszuschalten, wenn er schon nicht stehlen kann, also dann weiß ich ja auch nicht. So, geht jetzt bitte mal beide nach links, wäre euch sehr, sehr dankbar. Nee, gehen sie wieder nicht, jetzt wird's lustig. Klappt sogar. Ja. Aber ein sehr kurzer Minirock an. Nicht mein Problem. Haut wieder ab. Wo muss jetzt eigentlich rein? Da links? Ich hoffe mal nicht, ich hoffe, ich muss da rein. Links? Estadio? Oder rechts? Steht noch überhaupt? Hätte auch Estadio. Oh oh. Oje, 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 oje. Ich versuch's mal. Wünsch mir Glück! Haben sie nicht, haben sie nicht! Oh oh. Oh Mann, was machst du? Wieso gehst du? Wieso hochklettern? Nein, geh du. Och Menschenskind, hey, das gibt's hier wohl einfach nicht, hey. Dass die Kenntwesen ihre Nachfahren einfach immer die Wände hochklettern müssen. Kapier ich nicht. Ich meine, ich muss rennen, Leute, es geht nicht anders. Und nicht mal hier so ein Scheiß. Naja, wie es weitergeht in der nächsten Folge wieder, ich brauche jetzt mal eine Pause. Bis dann, Freunde. Ciao zusammen.